Beim Crowdfinancing, Crowdinvesting geht es, wie gesagt, um Geld. Und wenn es um Geld geht, gibt es natürlich auch immer juristische Fragen und Regeln zu beachten. Mehr zu diesen juristischen Aspekten erzählt uns im Referat Oliver Rappold. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei Glor und Sieger Rechtsanwälte, wo er Co-Leiter ist des M&A Private Equity Teams. Vielen Dank. Grüezi miteinander. Ja, ich darf Ihnen heute etwas über die rechtlichen Aspekte von Crowdfunding berichten. Und uns Juristen interessieren immer zwei Seiten. Erstens die Beratungsseite, aber natürlich auch die andere Seite hinten raus, die man jedem ersparen will. Und wir haben sehr viel gehört heute über die interessanten, spannenden Seiten von Crowdfunding. Aber man liest leider immer mehr, gerade neulich im USA Today, Crowdfunding Dark Side, sometimes investments go down the drain. Ja, dann schaut man zu den Juristen und dann beginnen die Prozesse und all das will man ja eigentlich vermeiden. Und Sie alle, die in dieser, sagen wir mal, neuen Industrienische engagiert sind oder Interesse dafür zeigen, die wollen das auch vermeiden. Und deswegen will ich Ihnen ein bisschen aufzeigen, wie wir das aus Schweizer Sicht, diese ganze Entwicklung von rechtlicher Seite her betrachten. Ich beschränke mich auch in meinen Ausführungen auf die Unternehmensfinanzierung, das Crowdfunding wirklich im eigentlichen Sinne, also nicht auf das Kickstarter-Modell. Das ist grundsätzlich rechtlich keine große Herausforderung und auch nicht auf das Spendenwesen, sondern wirklich auf die Finanzierung von jungen oder weiterentwickelten Unternehmen durch Eigen- oder Fremdkapital. Ich habe mir erlaubt, einfach für mich und als Basis für die rechtlichen Ausführungen eine Definition zu gestalten, sagen wir mal, wie man als Jurist Crowdfunding sieht, wie man echtes Crowdfunding sieht. Und wenn man so definiert, dann gibt sich hinten raus auch die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen. Also Crowdfunding ist eine Form der Finanzierung von Unternehmen, eben eine Unternehmensfinanzierung durch eine Vielzahl von Personen. Das liegt auf der Hand, sonst ist es keine Crowd. Und mit kleinen Beträgen, das ist auch eine logische Konsequenz daraus. Und da werden Aktien dafür abgegeben oder eben Darlehen. Ich erlaube mir, vier Thesen aufzustellen, die ich dann ganz am Schluss, zumindest aus meiner Sicht, beantworten werde. Crowdfunding braucht eine Bewilligung der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht. Crowdfunding ist quasi eine Börsenkotierung. Echtes Crowdfunding geht in der Schweiz gar nicht, beziehungsweise ist nicht praktikabel. Crowdfunding ist territorial beschränkt. Und jetzt gehe ich auf die bisschen theoretischen Aspekte ein, wie wir Juristen in der Schweiz das Thema Crowdfunding angehen. Crowdfunding bewegt sich in einem hochregulierten Umfeld. Ich habe das mit Minenfeld bezeichnet, weil die Regulatorien immer schärfer werden und man sehr aufpassen muss, dass man nicht in Konflikt mit den Aufsichtsbehörden gerät, weil das wünsche ich niemandem. In welchem Spannungsfeld der Regulatorien bewegen wir uns? Ich nehme an, es hat nicht viele Juristen hier, also ich werde mich wirklich auf eine Übersicht beschränken, aber für Detailfragen stehe ich natürlich selbstverständlich zur Verfügung. Es gibt das Kollektivanlagengesetz, relativ neu, seit etwa 5,5 Jahren. Das regelt eigentlich kollektive Anlagen, das heißt Fonds und im weiteren Sinne einfach zu zusammengehen von mehreren Leuten mit einem Zweck, ein Investment zu tätigen. Dieses Gesetz erlebt durch europäische Entwicklungen eine große Revision und eben wie schon angedeutet, werden die Umstände schwieriger und die Regulatorien schärfer, aber es ist ein konstanter Prozess. Weiter bewegt sich Crowdfunding im Spannungsfeld des Börsen- und Effektenhandelsgesetzes. Das Börsen- und Effektenhandelsgesetz regelt alle Handelaktivitäten, Kauf, Verkauf, Trading im eigentlichen Sinn mit Wertschriften. Und wenn man zurück zur Definition geht, Unternehmensfinanzierung, Crowdfunding und man erhält Aktien. Aktien selbstverständlich sind Wertschriften, also bewegt man sich
im Bereich dieses Gesetzes. Und weiter auch das Bankengesetz. Was ist das Bankengesetz? Vom Grundsatz her regelt die Aufnahme von Publikumsgeldern. Oder? Also Crowdfunding ist eigentlich einfach die Übersetzung. Also offensichtlich müssen wir auch schauen, wie verhalten sich die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Schweizerischen Bankengesetz. Jetzt auf meine, eben ich komme am Schluss auf die Thesen zurück. Ich will aber hierzu zusammenfassend sagen, diese Gesetze sind hochkomplex, Crowdfunding passt da rein. Also es ist eine Hürde, die man überwinden kann, aber man muss es richtig machen. Also einfach gesagt, Crowdfunding funktioniert nicht, wenn es ein Fonds ist. Weil, also es funktioniert, es kostet einfach ein Vielfaches, ist hochreguliert und das ist nicht das, was Sie wollen für eine Crowdfunding-Plattform. Wenn wir all das ausführen wollen, was wir in den vorherigen Vorträgen gehört haben, Transparenz, offen an die Öffentlichkeit. Das heißt, die Struktur muss so sein, dass wir eben keine kollektive Kapitalanlage haben, also kein Pooling von Geldern. Börsen- und Effektenhandelsgesetz, auch da muss sich jede Plattform, die sich mit dem auseinandersetzt, bewusst sein, sie selber kann nicht handeln. Sonst gerät sie in den Bereich des Effektenhändlers. Auch das ist möglich, wenn sie das will. Eine Bewilligung ist einfach schwierig zu erhalten und kostet sehr viel Geld. Vielleicht ist das die Zukunftsmusik, vielleicht in 10 Jahren sind alle Plattformen hochreguliert. Wir werden es sehen. Und das Bankengesetz, das betrifft weniger die Plattformen, sondern primär die Unternehmen selber. Das ist ein ganz heißes Eisen. Ich komme darauf nachher noch zu sprechen. Gut, jetzt kommen wir aber zu einem regulatorischen Umfeld, das sehr wohl direkten Einfluss hat auf das Crowdfunding. Und zwar sieht das Gesetz vor, auch als Ausnahme zum Beispiel zum Bankengesetz, wenn das Unternehmen das Geld sucht, öffentliches Angebot macht, ich komme zur Definition nachher zurück, wenn das einen Prospekt ausgibt nach Schweizerischem Obligationenrecht, ist man aus dem Bankengesetz draußen. Gut, was heißt Prospektpflicht? Wieso bringe ich das hier? Im Crowdfunding, definitionsgemäß, geht an viele Investoren, an viele Aktionäre. Die Prospektpflicht ist dann erforderlich, wenn wir von einem öffentlichen Angebot reden, also ein Angebot an eine quasi unbeschränkte Anzahl von Personen. Also wenn wir von Crowdfunding im eigentlichen Sinn reden, reden wir von einem öffentlichen Angebot. Ich habe Ihnen unter drittens so die gängige juristische Definition, die ist noch einiges komplexer, man kann da verschiedene Aspekte noch anführen, aber mal der Konsens besteht aus dem, es ist nur dann nicht öffentlich, wenn es an einen begrenzten Adressatenkreis gerichtet wird und die Investoren privat und auf individueller Basis angesprochen werden. Also Sie haben eine Plattform, Sie stellen ein Unternehmen drauf, auf dieser Webseite sind Sie per se öffentlich, können Sie machen, was Sie wollen. Weil es ist einfach logischerweise theoretisch unbegrenzt. Die Zahlen, die man da so hilfsweise heranzieht, sind zum Beispiel mehr als 20 Investoren. Also, das sind wirklich kleine Zahlen, die Zahl kommt aus dem Bankengesetz. Also die Grenze ist relativ schnell überschritten. Und die ganze Thematik, ja, ist es eben noch eine Privatplatzierung oder kriege ich das irgendwie noch hingekriegt als Privatplatzierung? Da, aus unserer juristischen Sicht betrügt man sich oft da selber. Ja, ja, also ich habe die wirklich alle nur persönlich getroffen und irgendwie so, aber man muss sich wirklich bewusst sein, man ist relativ schnell drin. Jetzt kann das im normalen Fundraising-Prozess, ein Unternehmen geht raus, spricht mit vielen Leuten, kann man das etwas entspannter sehen. Aber wenn Sie das professionell betreiben, auf einer Plattform, an die Crowd, wirklich an die ganze Schweiz gehen und sagen, da, ihr könnt in mein Unternehmen investieren, da muss man da einiges vorsichtiger sein. Dann zum Punkt Darlehen versus Aktien. Ja, das, bei Aktien, das habe ich verstanden, gilt für Darlehen genau dasselbe. Nach Artikel 1152 fortfolgende des Schweizerischen Obligationenrechts werden Anleihen zu Obligationen, das ist nichts anderes als serienmäßig ausgegebene Darlehen,
gleich behandelt wie Aktien. Das heißt, auch dann haben sie eine Prospektpflicht. Also man kann dem nicht ausweichen, indem man sagt, ja gut, wir geben keine Aktien raus, wir machen einfach, geben allen 50 Investoren, die sollen uns einfach ein Darlehen sprechen. Wenn das die grundsätzlich die gleichen Bedingungen sind, wovon man ja ausgehen würde bei einem Crowdfunding, dann sind sie im Bereich der Anleihensobligation. Gut, das heißt, dass jetzt für die Unternehmen selber, ich mache keinen Prospekt, das ist mir zu kompliziert, ich will ja Crowdfunding machen und das ist, nein, also da kann ich auch zu den VCs gehen. Man muss sich aber bewusst sein, was ist das Risiko? Wie schon gesagt, wenn man einige angeht, Startups sagt, ja, ist mir egal, dann soll der mich verklagen. Aber die Crowd ist was anderes, wenn sie dann wirklich 50, 100, 200 Investoren drin haben und es geht was schief, dann kommt unsere Zunft zum Zug und jeder dieser 200 rennt zu seinem Anwalt und sagt, beschiss. Und das Erste, was wir dann schauen, ist, war ein Prospekt da? Und wenn der nicht da war, dann hat das Unternehmen und alle, da schützt sie die Aktiengesellschaft nicht davor. Jeder, der bei diesem Prospekt oder eben Nicht-Prospekt mitgewirkt hat, haftet persönlich mit seinem ganzen Vermögen. Also jeder Verwaltungsrat, jeder Treuhänder, jeder Anwalt, jeder, der mit dem Prospekt rumgerannt ist, das muss man sich einfach bewusst sein. Es hat eine Dimension, die spielt im normalen Finanzierungsbereich nicht so eine Rolle. Aber wenn wir wirklich in die Crowd gehen und das gross betreiben, da muss man dem Beachtung schenken. Und das andere ist, ich habe schon angedeutet, Anwendbarkeit des Bankengesetzes. Das Bankengesetz geht eben davon aus, dass wenn jemand öffentlich Publikumsgelder entgegennimmt, nichts anderes als Crowdfunding, ja, ich ziehe Gelder aus dem Publikum zusammen und mache mit dem was, findet dann keine Anwendung, wenn Sie einen Prospekt haben. Da sagt das Bankengesetz, ja, da ist das Obligationenrecht zuständig, das geht uns nichts an. Wenn Sie keinen Prospekt haben oder dieser Prospekt nicht vollständig ist, ich komme noch zum Inhalt nachher kurz darauf zu sprechen, können Sie als Unternehmen, nicht als Plattform, in den Anwendungsbereich des Bankengesetzes fallen. Also im Extremfall kriegen Sie ein nettes Schreiben von der FINMA und werden gebeten, in Bern anzutraben wegen Verstoß gegen das Bankengesetz. Und das ist das Letzte, was Sie als Startup wollen. Eben dieser ominöse Prospekt. In der Schweiz haben wir den Vorteil, dass das inhaltlich gar nicht so wild ist. In den meisten ausländischen Jurisdiktionen sieht das anders aus. Wir haben es mal für Singapur geprüft. Wir kennen die Situation in den USA. Wir haben es vorher gehört, in den USA geht es gar nicht zurzeit. Also Crowdfunding im Sinne der echten Unternehmensfinanzierung in den USA ist zurzeit nicht möglich. Durch diese Jobs Act, man rechnet damit, Umsetzung im besten Fall Januar 2013, vermutlich aber eher Mitte, Ende 2013, soll eine Ausnahme geschaffen werden. Wir wissen aber noch nicht, ob es dort dann in den USA Prospektpflicht geben wird, weil die ausländischen Prospekte, die sind nicht zwei Seiten, sondern 50 aufwärts. Und dann können Sie sich mal wiederum vorstellen, funktioniert dann das? Also ich hoffe, die Amerikaner sind schlau genug und entweder reduzieren die Prospektpflicht oder lassen sie ganz weg, weil sonst macht das Ganze eigentlich keinen Sinn. Aber in der Schweiz ist es sehr einfach geregelt. 652a OR zählt abschließend auf, was in einem solchen Prospekt drin sein muss. Das sind ganz triviale Dinge, primär eigentlich alles, was im Handelsregisterauszug drinsteht. Das ist relativ einfach, da muss man einfach schön abschreiben. Man kann noch zwei, drei Zusatzabgaben machen, aber es steht nichts von Aufführung der Risikofaktoren, Vorstellung des Businesses etc., was man normalerweise in so Prospekten und Private Placement Memorandum findet, rein gesetzlich nicht vorgeschrieben. Das Einzige, was, sagen wir mal, wie sich herausgestellt hat, in der Praxis nicht ganz einfach ist, wenn wir von jungen Unternehmen sprechen, ist Punkt 2, es braucht einen revidierten Abschluss. Das heißt, Sie müssen wirklich einen Jahresabschluss haben, der durch eine Revisionsstelle geprüft ist. Mehrere Probleme. Das Erste, viele verzichten bei der Gründung auf die Revisionsstelle. Sagen, ja, da sparen wir Kosten, dann haben Sie in dem Zeitpunkt gar keine. Mein persönlicher Rat, machen Sie das nicht. Also ich sage allen meinen Klienten immer, immer mit Revisionsstelle, weil es eine völlige Fehlkalkulation. Also erstens kostet sie die ersten anderthalb Jahre nichts, weil die erste Revision kommt dann einige später. Zweitens können Sie mit kleinen Revisionsstellen sehr gute Arrangements treffen, dass sie nicht wahnsinnig viel kostet.
Und drittens, wenn Sie irgendwo auf dem Markt rumrennen, für Geld, bei wem auch immer, und Sie kommen ohne Revisionsstelle, dann macht das einfach nicht so einen guten Eindruck. Also ich verstehe nicht, es ist kein Faktor, wieso man das nicht machen soll. Aber nichtsdestotrotz, viele haben keine oder haben zwar eine, aber Jahresabschluss, oh ja, den wollten wir, stimmt, den wollten wir noch machen und wir haben da was, aber da vergeht mal Zeit, das kostet. Das heißt, eine formelle Hürde und im Prospekt ist das einfach eine zwingende Voraussetzung. Das Zweite ist, wenn Sie über 6 Monate nach Abschluss des Jahres stehen, also irgendwo zwischen 1. Juli und 31. Dezember, dann ist es so, da müssen Sie einen Zwischenabschluss fahren. Das heißt, Sie können nicht aufs Ende Jahr zurückgehen, weil die Zeit dazwischen zu lange war. Sie müssen einen Zwischenabschluss fahren und den revidieren lassen. Also, können Sie sich vorstellen, ein gewisser Aufwand. Jetzt gibt es Praxis, die sagt, man kriegt noch 3 Monate dazu. Also das gilt erst nur für die Zeit zwischen 1. Oktober und 31. Dezember. Aber eben, irgendwo braucht man einfach einen revidierten Abschluss. Das ist eigentlich für mich die größte Hürde im schweizerischen Prospektrecht für junge Unternehmen, weil es einfach oft in der Praxis nicht Priorität hat. Und bevor man ins Crowdfunding geht, muss man halt das dann entsprechend erstellen. Im internationalen Vergleich, ich habe es gesagt, da sind wir hier in der Schweiz sehr gut bedient. Deswegen mal abgesehen vom generell regulatorischen Umfeld, das wir aber überall in jeder Jurisdiktion haben, das ist nicht nur die Schweiz, überall ist es hochreguliert, der Finanzbereich, und immer mehr, haben wir hier eine relativ elegante Variante und eine elegante Ausnahme, wo wir über diesen Prospekt in der Schweiz eigentlich einfach ein Crowdfunding betreiben können und völlig im Rahmen der entsprechenden Gesetze sind. Ich will ein weiteres Thema aufgreifen, das uns in der Praxis immer wieder begegnet und das kennen Sie sicher alle auch. Crowdfunding, ja eben, Crowd, da habe ich ja wahnsinnig viele Aktionäre. Das ist eines der größten Probleme, die uns eigentlich begegnen. Wie handle ich die? Wie mache ich das? Was habe ich da für rechtliche Möglichkeiten, Chancen, Risiken? Ich sage Ihnen, es ist kein Problem. Es ist eine Herausforderung, zugegeben. Also 100 Aktionäre zu handeln ist sicher schwieriger als 2. Aber wenn Sie 2 schwierige haben, zum Beispiel einen schwierigen VC, ist es vermutlich noch schwieriger. Deswegen kommt man oft mit der Anfrage, können Sie das poolen? Wie kann ich diese Aktionäre irgendwie zusammen? Ich will ja nicht mit jedem Einzelnen da machen. Und da gibt es, sagen wir mal, verschiedene Lösungsansätze. Dann gibt es die, im Ausland oft praktiziert, man poolt wirklich die Aktionäre in einer separaten Gesellschaft. Also man schiebt eine Gesellschaft dazwischen, sagt, okay, ihr seid quasi die Crowdfunding-Gesellschaft und die investiert dann ins Unternehmen. Oder man schafft einen kleinen Fonds oder organisiert diese Gruppe gesellschaftsrechtlich. Das geht in der Schweiz grundsätzlich nicht aus verschiedenen Überlegungen. Also erstens kommen Sie sofort in den Anwendungsbereich des Kollektivanlagengesetzes, sind Sie sofort drin, das wollen Sie einfach nicht. Wenn Sie es als einfache Gesellschaft strukturieren, mal abgesehen vom Aktionärbindungsvertrag, wo wir nachher noch dazu kommen, kreieren Sie unter Umständen steuerliche und insbesondere sozialversicherungsrechtliche Probleme, auch organisatorische, denkbar, aber nicht sehr einfach. Und dann gibt es eigentlich den Weg, das vertraglich, eine einfache Gesellschaft, auch im Vertrag, aber sagen wir wirklich ins reine Vertragsrecht zu gehen und sagen, wie können wir doch irgendwie organisatorisch diese Gruppe von 100, 200 Aktionären irgendwie strukturieren. Und da ist als einfach ist es der Aktionärbindungsvertrag. Das ist das praktikabelste Mittel. Das heisst, inhaltlich gibt es verschiedene Weiterbestimmungen, aber mal zur Organisation. Man kann zum Beispiel darin einen Vertreter bestimmen, man kann einen Entscheidungsmechanismus festhalten, dass alles, was nicht vermögensrechtliches Pooling ist, kriegen Sie über das Vertragliche hin. Das Organisatorische kriegen Sie hin. Und wenn Sie da auf wenigen Seiten eine saubere Grundlage haben, dann kriegen Sie auch 200 oder 300 Aktionäre ohne weiteres auf eine Linie getrimmt. Da muss man auch schauen, das haben wir heute schon gehört, das trifft auch rechtlich zu, man muss es zur Hohlschuld machen der Aktionäre, keine Bringschuld. Das heißt, man hat Informationen, die stellt man aber irgendwo hin. Man hat heute so gute technische Mittel. Ob ich eine E-Mail versende oder 100, spielt keine Rolle. Oder ich kann eben ein Dokument in einem Secure Download drin haben. Jeder kann darauf zugreifen.
Der Aufwand für das Unternehmen ist derselbe. Sie kriegen genau gleich so viele Aktionäre gehandelt. Generalversammlungen, Sie müssen eine im Jahr machen, wenn Sie außerordentliche wollen, ist ein bisschen Koordinationsaufwand. Aber ist ohne weiteres machbar, ist sicher keine Hürde, Crowdfunding nicht zu machen. Aktionärbindungsvertrag, wenn Sie mal so einen haben, also sagen Sie, ich brauche ihn mal für die Koordination, dann können Sie noch weitere Elemente. Was heißt Aktionärbindungsvertrag? Da stehen Rechte und Pflichten drin der verschiedenen Aktionäre. Jetzt können Sie sich vorstellen, neben dem ganzen organisatorischen, Sie wollen eine Finanzierung mit einem VC später machen oder Sie wollen einen Exit machen, etc., etc. Sage ich, ja gut, also das wird dann vielleicht schwierig, da muss ich mit jedem von den 200 verhandeln und der will seine Anteile nicht verkaufen, der andere will sie, etc. Da können Sie im Aktionärbindungsvertrag diverse Bestimmungen vorsehen. So die bekanntesten sind sogenannte Tag- und Drag-Along. Drag-Along heißt, also die Gründer zum Beispiel können sagen, wenn wir, die Gesellschaft, an einen Dritten verkaufen wollen, dann müsst ihr alle mitziehen. Einfach zu den gleichen Bedingungen natürlich. Ohne weiteres denkbar. Die Tag ist das Umgekehrte. Fairerweise macht man immer beides, dass man auch den kleinen Aktionären sagt, wenn wir Gründer uns verabschieden, dann hast du das Recht, mitzumachen. Ich würde mal meinen, da muss man noch ein bisschen für beide Seiten denken, weil was für die Crowd wohl das Schlimmste ist, wenn sich die Gründer nach kurzer Zeit verabschieden und sie auf irgendwie 0,01% der Aktien sitzen bleiben und keine Visibilität mehr haben. Also wenn man crowdfreundliche Aktionärbindungsverträge machen will und nicht nur rein egozentrisch aufs Gründerteam ausgerichtete, dann ist das, hilft Ihnen das sicher beim Crowdfunding. Mit der Zeit wird das wahrscheinlich auch sehr viel transparenter. Und schließlich noch ein wichtiges Thema für uns Juristen, die virtuelle Generalversammlung. Was wir heute immer noch haben ist, eigentlich muss man physisch anwesend sein oder man hat einen Vertreter. Das lässt sich heute so strukturieren, da sitzt einer drin, der hat irgendwie die Vollmachten der Aktionäre und der stimmt dann halt entsprechend den Weisungen dieser ab. Aber sie können nicht teilnehmen, sie können nicht an der Diskussion groß teilnehmen, sie können nicht quasi irgendwie virtuell auf eine Stimmtaste drücken. Das ist alles rechtlich noch sehr eingeschränkt. In der laufenden Revision des Aktienrechts ist diese virtuelle Generalversammlung ein Thema. Man hat natürlich nicht an Crowdfunding und quasi Crowdfunding finanzierte kleine Unternehmen gedacht, sondern an Publikumsgesellschaften. Deswegen sind diese, sagen wir mal, Gesetzesentwürfe eher auf die großen Gesellschaften ausgerichtet. Wir werden noch sehen, wie weit jetzt das im Gesetzgebungsprozess noch angepasst wird. Man denkt an, also ein Beispiel ist diese Arista, das ist die ehemalige Hirschstand-Gipfli-Gruppe, die ihre Generalversammlung ist, so eine Schweizer Gesellschaft, die hat zwar fusioniert mit der ausländischen, hat ihren Sitz hier und alles, hält aber die Generalversammlung in Toronto ab. Und natürlich also für den Durchschnittsaktionär da schnell mal nach Toronto zu fliegen für eine Generalversammlung, das ist nicht so interessant. Das Bedürfnis ist riesig für wirklich eine rechtliche Rahmenbedingung für eine saubere virtuelle GV im Idealfall. Sie sitzen am Computer, haben einen Livestream, können abstimmen. Die sehen, okay, der Herr, Frau sowieso stimmt mit Ja und Nein. Sie können direkt ihre Kommentare in die Generalversammlung einbauen. Das wäre ja eigentlich das Ziel. Und das würde auch beim Crowdfunding oder Crowdfunded die Unternehmen eine erhebliche Erleichterung darstellen. Aber also, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wahrscheinlich noch nicht ganz dort, wo wir sein wollen am Ende. Noch zwei, drei kurze Einzelfragen, die mir einfach in der Praxis begegnen. Crowdfunding und GmbHs geht nicht, gesetzlich ausgeschlossen. Also immer die Frage, aber ich habe eine GmbH, das ist viel günstiger und ich will Crowdfunding machen. Im GmbH-Recht ist explizit die öffentliche Ausgabe von GmbH-Anteilen untersagt. Eben, jetzt können Sie sagen, wir machen es aber nicht öffentlich und wir gehen da ein bisschen so einfach mal vom Grundsatz her. Müssen Sie halt einfach eine AG haben, sonst funktioniert es nicht. Der zweite, einige Worte zum Zahlungsverkehr und zum ganzen, sage ich mal, Schriftlichkeitserfordernis. Da ist natürlich einfach das Aktienrecht relativ starr. Wir haben es heute auch schon gehört, Schriftlichkeit ist immer noch sehr wichtig. Denken Sie an einen Zeichnungsschein, der muss original unterzeichnet sein und Teil der Urkunde bilden, am Hallenregister eingereicht werden. Das geht nicht elektronisch, das geht nicht mit Fax oder PDF. Da muss also wirklich jeder einzelne Aktionär muss, oder jeder einzelne Investor, bevor er Aktionär wird, muss diesen Zeichnungsschein unterschreiben, sonst funktioniert es einfach nicht.
Er muss sein Geld auf ein Kapitaleinzahlungskonto, also ein speziell dafür errichtetes Sperrkonto, einschießen. Da dürfte ein elektronischer Zahlungsverkehr, so mit Kreditkarte, zumindest eine Herausforderung sein. Man kann es wahrscheinlich über eine andere Stelle routen. Aber so vom Grundsatz aus ist das nicht ganz einfach. Das ist nicht ein spezielles Konto. Das ist oft auch, zum Beispiel bei der ZKB, ein Sammelkonto. Ist nicht mal individuell auf die Gesellschaften ausgerichtet. Also da irgendwie mit Kreditkarte was zu machen, ist nicht ganz einfach. Das sind alles so Herausforderungen, denen man in der Praxis begegnet. Und für das eigentlich die Gesetze und die Juristen hier noch praktikable Lösungen finden müssen. Und ein letzter Punkt, ausländische Investoren. Ist eigentlich attraktiv, man hat ein Schweizer Unternehmen auf einer Crowdfunding-Plattform und die Schweiz ist etwas beschränkt, aber man hätte Freude von Deutschland, von Österreich oder noch weiter her, oder? Kickstarter, ich kenne viele Schweizer, die haben schon in Kickstarter-Modelle und Projekte investiert. Das birgt auch Risiken. Jetzt ist immer die Frage, wie weit wird man das akzeptieren wollen? Sie müssen das insbesondere auch für die Plattform, aber selbstverständlich auch für die Unternehmen. Aus rechtlicher Sicht ist, wenn Sie in ein Land eine Webseite ausstrahlen oder einfach von jedem Land eine Webseite zugänglich ist, Sie als Deutscher auf eine Schweizer Plattform gehen, aber Sie leben und haben Sitz in Deutschland, dann wird das wie angeschaut, Sie strahlen nach Deutschland aus. Das heißt, Sie müssen auch die dortigen Regulatorien befolgen. Und nicht nur, ja, ich bin in der Schweiz safe und ich habe in meinem Prospekt, das ist alles okay. Das mögen die Deutschen und noch viel empfindlicher sind die angelsächsischen Länder, also England, USA. Das kann wirklich zu extremen Problemen führen. Also, wenn man ausländische Investoren anziehen will, muss man wissen, welches Land und was sind die Risiken, wenn Leute aus diesen Ländern in Projekte auf der Plattform investieren. Das ist auch natürlich am Schluss eine Frage, wie groß ist das Unternehmen, wie viel Geld will man investieren. Gut, und noch kurz jetzt zu diesen anfänglichen Thesen und meine Antworten hierzu, gestützt ein bisschen auf diese theoretischen Ausführungen. Also Crowdfunding braucht eine Bewilligung der Firma. Nein, das stimmt nicht, wenn man es richtig macht. Ich muss es so sagen, es sei denn, man will sich das antun, das sei jedem vorbehalten, aber es braucht eine Prospektpflicht. Aus meiner Sicht klar. Bin gerne bereit, natürlich darüber zu diskutieren. Crowdfunding ist quasi ein IPO, das hingegen würde ich aus meiner Sicht unterstützen. Es erfüllt die gleichen, sagen wir mal, Merkmale wie ein IPO. Es ist eigentlich, und das ist eigentlich ein bisschen auch das Interessante an Crowdfunding, Sie können neu an die Öffentlichkeit gelangen, was bislang nur reifen und großen Unternehmen möglich war mit einem richtigen Initial Public Offering an einer Börse. Aber sie haben die gleichen, eben, sie sind sofort dem Publikum ausgesetzt, sie haben Pflichten, sie haben auch andere sagen wir mal, Anforderungen an, wie gehe ich um mit meinen Investoren. Das sind all dieselben Themen, die sich jedes Unternehmen, das vor einem richtigen IPO steht, auch fragen muss. Also aus meiner Sicht kommt das einem IPO sehr, sehr nahe. Echtes Crowdfunding geht in der Schweiz nicht, beziehungsweise nicht praktikabel. Meine Antwort ist natürlich auch ein bisschen getrieben durch meine eigene Überzeugung, dass es nicht so sein kann, wie ich da geschrieben habe. Aber man darf es nicht unterschätzen, es ist eine Herausforderung, es ist ein sehr frühes Stadium, wir bewegen uns in einem Umfeld, das nicht einfach ist, aber sicher auch viele Chancen bietet. Und schließlich, Crowdfunding ist territorial beschränkt. Ja, das stimmt aus meiner Sicht sehr stark. Klar ist eine Kostenfrage, Sie können viel Geld in die Hand nehmen und Tochterplattformen eben von USA bis Singapur aufstellen. Wie so gesagt, wir haben es detailliert für Singapur angeschaut und das hat uns vorerst mal abgeschreckt, weil es ist einfach nochmals eine andere Hürde. Gut, das wäre aus meiner Sicht mal ein Überblick über so die drängendsten rechtlichen Themen, aber ich stehe selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Oder auch nachher, wenn man über Themen sprechen will, die ich hier jetzt nicht angesprochen habe. Vielen Dank. Sind gerade Fragen? Ja.
Ja, beim ausländischen Investor habe ich das richtig verstanden. Es kommt eigentlich nicht auf den Sitz des Startups drauf an, sondern auf die Herkunft des Investors. Also sprich, wenn ein Schweizer Investor in ein deutsches Startup investiert, müssen die Regulatorien der Schweiz erfüllt werden. Wenn ein österreichischer Investor in ein Schweizer Startup investiert, die Regulatorien aus Österreich. Nein, also der Schweizer Startup hat sicher die Schweizer Regulatorien zu befolgen. Wenn aber das Startup Investoren aus dem Ausland anziehen will und diese irgendwie, sei es im Ausland persönlich anspricht oder eben via eine Crowdfunding-Plattform, die dann auch zugänglich wäre, man kann es auch sperren, aber die dann zugänglich wäre für Deutschland oder Österreich, dann gilt das Auswirkungsprinzip. Das heißt, aus der Sicht dieser Länder, aus Sicht Deutschland, Österreich, die sagen dann, okay, eigentlich macht er ein Public Offering nicht in der Schweiz oder nicht nur in der Schweiz, sondern er dehnt das aus in unsere Jurisdiktion. Und dann kann es sehr wohl sein, dass sie sagen, okay, ihr geht jetzt an unsere Bürger ran, wir schützen unsere Bürger etwas anders als die Schweizer. Und dann, dem Risiko muss man sich einfach bewusst sein, wie schon gesagt, all das kann sehr gut, sehr lange funktionieren, bis mal irgendwas schief geht, oder? Und das ist das Erste, was sie dann als Österreicher oder Schweizer oder Deutscher machen würden, dass sie dann mal mit dem lokalen Anwalt sprechen und dann dem Schweizer Staat eben einen netten Brief schreiben. Oder? Ja. Und dann kriegen sie allenfalls eben auch mit den ausländischen Aufsichtsbehörden Probleme. Das ist immer ein bisschen, das ist diese Doppelgleisigkeit hier. Es ist nicht nur der Investor, der ihnen Ärger machen kann. Das könnte man manchmal noch relativ entspannt sehen, besonders wenn einige 300 Franken investiert, wird er vermutlich den Aufwand nicht immer auf sich nehmen. Aber denkt zum Beispiel an Class Action in den USA, das kann eine andere Dimension haben, aber hier in Europa kennen wir das weniger. Hingegen die Aufsichtsbehörden, die kommen auch wegen 300 Franken, oder? Das ist, die haben dann unlimitierte Mittel. Vielen Dank.